So, als allererstes freue ich mich, heute wieder ein Video zu bringen zu dem Thema Miniaturbullterrier Kampfhund. Und ich sage euch gleich mal vorneweg, es wird in dem Video darum gehen, dass man sieht, dass wirklich jeder Miniaturbullterrier auch tatsächlich das Potenzial hat, wirklich auch mal, sage ich mal, auszuticken und sich auch mal so zu verändern, dass man sich denkt, oh, was? Das hätte ich nie gedacht, was in dem steckt. Jetzt aber gleich mal vorweg, bitte abonniert den Kanal, liked das Video, wenn es euch gefällt und schreibt auch gerne einen Kommentar darunter. Also hier mal gleich wieder zurück zum Thema Kampfhund. Ja, ich meine, die Tiere wurden ursprünglich ja als Rattenfänger hergenommen, ne, weil er immer klein und wendig war, auch sehr gut als Familienhund geeignet und in kleinen Wohnungen wurde auch früher sehr oft gehalten und deswegen war das mal so eigentlich ein kleiner Rattenfänger. Der Terrier, der in ihm steckt, der sorgt hier für dieses schnell agile, so, sofort auf 180 hellwach und blitzschnell. Und also er ist jetzt weniger der Langstreckenläufer, sondern der blitzartig superschnell handeln kann und aufjumpt und sofort auf die Beute, in dem Fall war es die Ratte, losgeht. Und das merkt man auch beim Lennox, dass der, wenn der irgendwie so ein Eichhörnchen sieht oder so, ne, alles, was so ein bisschen rattenähnlich aussieht, ja, da kann der schon mal sehr gerne hinterherfetzen. Ja, erwischt es zwar meistens nicht, aber naja. Aber da merkt man, der kann blitzschnell, also die können blitzschnell von so phlegmatisch ruhig, wie die hier so rumtrampeln und dann zack, ab und zu schießen die los und dann machen die auch so einen kleinen Sprint. Das werdet ihr im Video auch ein paar Mal sehen, dass die da so ganz fröhlich hier rumkuscheln und dann zack, peng, können die sofort sich von der Energie her entladen. Und das kann natürlich auch mit Hunden passieren. Ne? Und deswegen lest die Energie gut von eurem Hund, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Wenn er klein ist, ist das ja zu unterbinden, wenn die da so jedes Stofftier, sag ich mal, zerfetzen wollen. Das ist auch so ein Thema. Ja, dieses Hin- und Herziehen mit den Tieren, das kann man schon mal machen, aber trainiert diesen Sinn nicht zu sehr. Ja, ihr wollt kein Paket, das hier irgendwas zerfetzt oder hier vielleicht irgendwann mal ein Dackel zerlegt. Nein, das wird unterbunden und deswegen, wenn das Härchen gut geschult ist und, sage ich mal, hier wirklich sich gut um das Kleine kümmert und gut in die Hundeschule geht und hier so diese Austickattacken unterbindet, dann wirst du einen lieben, kuscheligen Miniaturbullterrier haben oder Bullterrier haben. Aber wenn du dem nicht Herr wirst, dann kann es sein, dass du schon auch einen Hund hast, der das Potenzial hat, irgendjemanden zu packen. Das ist einfach so. Es wird gerne immer so auch unter den Teppich gekehrt, aber du wirst auch merken, wenn die zum Beispiel spielen mit anderen Hunden und die fangen mal so ein bisschen an zu raufen, du wirst merken, dann laufen die da weiter, dann raufen die wieder ein bisschen, dann laufen die wieder weiter und dann raufen die vielleicht nochmal. Und dann wirst du merken, dass dieses von Mal zu Mal raufen, ja, auch wenn es am Anfang spielerisch ist, kann das sein, dass das auf einmal heftiger wird. Ja, der knurrt auf einmal mehr, du merkst so richtig, der geht hoch und da musst du auf jeden Fall schon eingreifen. Ja, also warte hier nicht ab, bis es eskaliert. Nach dem Motto, ja, das tragen die jetzt alleine aus. Du kannst dir ein, zwei Mal die bisschen rangeln lassen, aber wenn du merkst, ah, der wird jetzt hier hitziger, der lässt sich vielleicht auch gar nicht mehr so abrufen. Ja, du schreist vielleicht seinen Namen und der hört da gar nicht mehr, ne, weil der ist schon so in seinem Tunnel. Dann wird es also schon höchste Zeit, den an die Leine zu nehmen. Ja? Weil ansonsten kann es mal sein, dass ein Ohr blutig runterhängt oder so. Ne? Ich meine, die Hunde geben schon auf. Ne? Es ist nicht so, dass der jetzt den total zerbeißt, aber ich habe schon Situationen gesehen, wo Miniaturbulltiere dann auch einen Dackel am Genick gepackt hat und den mal so schön geschüttelt hat. Also dann war der Dackel halt echt wie so eine kleine Ratte. Und wenn du da nicht dazwischen gehst, ja, dann bricht halt vielleicht mal das Genick. Ne? Das kann schon mal passieren. Und wenn so ein kleiner Dackel, der so also gerne mal zwickt und ein bisschen stänkert, da nicht aufpasst, dann wird dir halt mal so eben, naja, links, rechts geschüttelt und dann war es das mit dem Dackel. Ne? In dem Fall hat nur das Ohr geblutet und war dann wieder auch alles friedlich. Aber es sind so Dinge, die kann man eigentlich vorher schon unterbinden, weil da heißt es sofort immer, oh, der böse Kampfhund. Oh ja, da nimm mal, da ist ja klar, der Kampfhund wieder. Ne? Völlig egal, wer den Stress angefangen hat. Glaub mir, wenn einer von den Hunden geschädigt ist, dann heißt es immer der Kampfhund. In die Situation willst du nicht kommen. Und glaub mir eins, du wirst vielleicht auch erschrecken,
was in deinem Pulli so steckt. Ne? Also das ist nicht so, dass das Potenzial gar nicht vorhanden ist. Ne? Ich sage zwar auch, der Lennox, das ist ein Kuschler, das sind unglaubliche Kuschelhunde, die lieben es zu kuscheln und sind unglaublich lieb und verschmust und auch wirklich super, super lieb. Also das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Von daher, das auch nicht unterschätzen, so kuschelig und süß und lieb, wie die sind. Aber die können eben auch ganz anders. In diesem Sinn war es das wieder. Bis bald. Ciao, euer Helmut.